Ein Stadtviertel, wie es jeder kennt. Mit Straßen, Plätzen und Häusern. Und das ist Nick. Er wohnt hier. An Nicks Haus arbeitet ein Elektriker. Er ist dabei, die Klingel zu reparieren. Ist unsere Klingel auch kaputt? Ja, aber nicht mehr lange. Eine Leitung war unterbrochen. Der Draht hatte sich gelöst. Deshalb konnte der elektrische Strom nicht mehr durchfließen. Wieso fließen? Lass mich mal bitte an meine Butterbrote. Da fließt keine Flüssigkeit, wie zum Beispiel der Kaffee hier. Da fließt der elektrische Strom durch den Draht. Und wenn er oben angekommen ist, klingelt es. Das glaube ich nicht. Unsere Klingel ist im 8. Stock. Da kann der Strom höchstens zu klettern, da kann er nicht fließen. Also das ist dem Strom egal, ob rauf oder runter. Hauptsache, er hat einen Draht als Leitung, wo er durchfließen kann. Und wie lange braucht der Strom, bis er oben angekommen ist? Du kannst einem ganz schöne Löcher in den Bauch fragen. Also der Strom fließt ganz schnell. Schneller, als ich mit dem Fahrstuhl hochfahren kann? Noch viel schneller. So schnell, dass es sofort oben klingelt, wenn man hier unten auf den Knopf drückt. So, nun muss ich aber weitermachen. Ich bin gleich fertig. Dann klingel ich bei euch zur Probe. Wie heißt du eigentlich? Nick Köster. Nick hat sich bisher nie Gedanken darüber gemacht, wieso es oben in der Wohnung klingelt, wenn unten einer auf den Knopf drückt. Aber die Sache mit dem Strom, der durch den Draht nach oben fließt, beschäftigt ihn doch sehr. Das ist der Elektriker, er probiert die Klingel aus. Ja, hallo, Herr Elektriker, die Klingel funktioniert. Hier ist die Post. Ich möchte zur Familie Schröder, aber da wird die Klingel gerade repariert. Kannst du mir die Türe öffnen? Einen Moment. Danke. Guten Tag. Sind Sie Frau Schröder? Ja. Ich habe ein Telegramm für Sie. Dankeschön. Bitte. Wiedersehen. Wieso kommt Schröder sein Telegramm? Du, das war sicher ganz was Eiliges. Da schickt man am besten ein Telegramm. Wie schnell geht denn das? Ach, schnell. Viel schneller als ein Brief. Mhm. Aber nicht so wie unsere Klingel. Das weiß ich auch. Hör mal, und dann weiß ich noch was. Wir wollen ja morgen zu Opa zum Geburtstag. Lass dir mal Badewasser einlaufen. Mhm. Na? Ja. Was? Hast du einen schweren Tag gehabt? Heute lief wieder alles quer. Mein Arbeitskollege ist krankgeschrieben. Ja und, was bedeutet das? Dass ich morgen doch zur Arbeit gehen muss. Und wir nicht zu Opas Geburtstag fahren können. Schade. So ein Pech. Allerdings. Wenn Oma und Opa aber traurig sein, wenn wir nicht kommen. Wie sollen wir die denn jetzt noch benachrichtigen? Wir haben noch kein Telefon. Schicken wir doch einfach ein Telegramm, das geht doch schnell. Tag erstmal, Nick. Tag. Das mit dem Telegramm ist keine schlechte Idee. Nee, dann geh doch mal eben zur Post. Das kann man per Telefon doch schneller erledigen. Ein Telegramm aufgeben per Telefon.
Man wählt 113 oder 0113, je nachdem, wie es im Telefonbuch steht. Das ist Frau Schatz. Sie arbeitet in der Telegrammaufnahme in Köln. Hier Telegrammaufnahme, Platz 8. Guten Tag, hier Köster. Ich möchte gerne ein Telegramm aufgeben. Bitte Ihre Vorwahlnummer und Ihre Telefonnummer. Meine Vorwahl ist 0241 und meine Rufnummer ist 70986. Wem gehört der Anschluss? Mir. Hans Köster. An wen geht das Telegramm? An Herrn und Frau Köster, Lindenallee 5, 3742, Finkendorf. Bitte den Text. Arbeitskollege erkrankt, muss einspringen, kommen nächstes Wochenende. Gruß Hans. Wiederholen Sie bitte noch einmal Ihre Rufnummer. 70986. Ein Telegramm für Rufnummer. Frau Schatz fragt deshalb auch nach der Telefonnummer, weil Nicks Eltern die Kosten für das Telegramm zusammen mit der Telefonrechnung bezahlen müssen. 3742 Finkendorf. Der Text: Arbeitskollege erkrankt, muss einspringen, komme nächstes Wochenende. Gruß Hans. Dankeschön, auf Wiederhören. Frau Schatz von der Telegrammaufnahme schickt das Telegramm weiter. Hier wird die Nummer für den Fernschreiber in Finkendorf herausgesucht. Ist die Verbindung zwischen Köln und Finkendorf hergestellt, wird der Telegrammtext in den Fernschreiber eingetippt. Welchen Weg nimmt der Text? Der Fernschreiber in Köln. Er ist durch einen Draht mit der Post in Finkendorf verbunden. Buchstabe für Buchstabe wird verwandelt in elektrische Zeichen. Sie laufen durch einen Draht in der Erde. Eine Nachricht von einem Ort zum anderen. Per Fernschreiber. Am Ende werden es wieder Buchstaben. In Finkendorf angekommen ist das Telegramm schon fast am Ziel. Nun muss es nur noch zu Nicks Großeltern. Grüß dich, Heike. Ja. Danke. Danke. Mal schauen, wo ich hin muss. Der Postbote von der Eilzustellung macht sich mit den Telegrammen, die gerade eingetroffen sind, auf den Weg. Unser Telegramm ist dabei. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Frau Köster? Ja, was gibt's denn? Ich habe ein Telegramm für Sie, bitte. Für mich ein Telegramm? Jawohl. Vielen Dank. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wer war denn das? Der Postbote hat ein Telegramm gebracht. Och, Hans kann nicht kommen, er kriegt nicht frei. Aber dafür kommt er nächstes Wochenende. Oh, ist ja schade. Aber gut, dass wir schon Bescheid wissen. Oh. Ach komm, Luise, holen wir nächstes Wochenende alles nach. Ja. Und weiter fährt der Eilbote. Auch das nächste Telegramm soll schnell ans Ziel gelangen.
Boah, Telegramme sind super. Nick ist von alledem sehr beeindruckt. Von der Telegrammaufnahme und von den Fernschreibern. Finde ich toll. Eine Schreibmaschine, die über 100 Kilometer Entfernung schreiben kann. So ein Ding hätte ich auch gerne mal gesehen. Fernschreiber gibt's nicht nur bei der Post. Auch in unserem Büro haben wir solche Geräte. Wenn du Lust hast, dann kannst du mich morgen in der Firma besuchen. Gut. Dann zeige ich dir unsere Fernschreiber. Toll. Wir nennen sie Telex-Geräte. So, in 5 Minuten können wir essen. Na, klasse. Am nächsten Morgen ist es soweit. Nick besucht seinen Vater im Büro bei der Zeitung. Da bist du ja. Hi, hallo, komm mit, pass mal auf. Hier bei uns kommen Nachrichten aus der ganzen Welt an. Und das geschieht mit Hilfe dieser Geräte. Das ist solch ein Fernschreiber. Aber einer von der alten Sorte. Heute arbeiten wir hauptsächlich mit diesen modernen. Hier ist so eine Meldung. Hier, lies mal. Aber unsere Zeitung gibt auch Nachrichten per Fernschreiber weiter. Zum Beispiel über Dinge, die hier in der Umgebung geschehen. So etwas zum Beispiel. Hochwasser steigt weiter. Was kommt als nächstes, Frau Fröhlich? Hier diese Meldung. Ballonfahrer auf dem Marktplatz notgelandet. Aha. Ballonfahrer auf dem Marktplatz notgelandet. Die Nachricht wird weitergegeben an den Fernschreiber einer anderen Zeitung. Per Draht, in Sekundenschnelle. Buchstaben per Fernschreiber zu Herrn Schulze. Ein Draht in der Erde stellt die Verbindung her. Über die Post zur Zeitung. Wenn man die Nummer des anderen Fernschreibers nicht weiß, dann schaut man im Telex-Verzeichnis nach. Oder wählt die Auskunft an. Die arbeitet sogar automatisch. Können Sie uns das mal vorführen, Frau Fröhlich? Gerne. Welche Nummer wolltest du denn haben? Vom Fußballverein. Von welchem? Von HSV. Gut. Frau Fröhlich wählt die automatische Auskunft an. In dieser Anlage der Post sind etwa 150.000 Nummern von Fernschreibteilnehmern gespeichert. Sie können abgerufen werden. So auch die Nummer des Sportvereins. Toll! So, jetzt muss ich... Frau Fröhlich will eine Zeichnung verschicken. Auch sie soll an Herrn Schulze gehen. Dazu benutzt sie einen Fernkopierer, ein sogenanntes Telefaxgerät. Sie ruft Herrn Schulze an und sagt ihm, dass sie ihm eine Zeichnung schicken möchte. Beide schalten die Fernkopierer ein, die Übermittlung der Zeichnung beginnt. Per Draht, in Sekundenschnelle. Alle Linien und Buchstaben der Zeichnung, Stück für Stück per Fernkopierer. Ein Draht in der Erde stellt die Verbindung her, über die Post zur Zeitung. Schon nach 3 Minuten hat Herr Schulze eine Kopie der Zeichnung, die Frau Fröhlich in ihren Fernkopierer gelegt hat. Auch hier war es ein schneller Draht, der die Zeichnung zu Herrn Schulze befördert hat. Kann man denn auch Fotos über Leitungen schicken? Oder geht das nicht? Ganz so einfach zu erklären ist es nicht. Aber es funktioniert tatsächlich. Mit einem Bildübertragungsgerät. Wir haben gerade Karlsruhe am Draht. Mhm. Hier kommt sicher gleich ein Foto an. Da, ich glaube, wir haben Glück. Per Draht hat der elektrische Strom das Bild in wenigen Minuten hierher transportiert. Jetzt weiß ich, was ein schneller Draht ist. Das ist Lisa. Sie möchte von ihrem Taschengeld etwas kaufen. Na, was suchst du denn? Eine schöne große Schokolade für den Geburtstag. Na, dann such dir mal was aus. Wir haben ja genug Auswahl.
was sind das für Zahlen und Zeichen? Was haben die mit der Tafel Schokolade zu tun? Mit Hilfe eines kleinen Trickfilms wollen wir Ihnen auf die Spur kommen. Auf vielen Waren, die man im Laden oder in einem Supermarkt findet, ist eine Art Geheimzeichen aufgedruckt. Ein Code, wie der Fachmann sagt. Der Code wird von der Kasse gelesen. Er sagt der Verkäuferin, wie viel Tafeln Schokolade noch im Regal sind. Alles verkauft. Neue Schokolade muss bestellt werden. Und das geschieht mit Hilfe eines modernen Gerätes, eines sogenannten Datensichtgerätes. Über den schnellen Draht wird die Schokolade bestellt, in Sekundenschnelle. Bei der Post kommen per Draht von vielen Geschäften, Supermärkten und Warenhäusern alle Anfragen und Bestellungen an und werden weitergeleitet. Alle Nachrichten sollen an die richtige Adresse gelangen. So auch die Bestellung der Schokolade. Die Technik der Post sorgt für den schnellen Transport von Nachrichten. Diese Elektronik stellt blitzschnell eine Verbindung zum Warenlager für Schokolade her. Vereinfacht sieht das so aus. Keine Schokolade mehr im Supermarkt. Also Bestellung per Draht. In der Erde läuft der Draht über die Post zum Warenlager. Das Warenlager für Schokolade. Hier kommen die Drähte der Post an. Auch Sie sind mit einem Datensichtgerät verbunden. Eine Eilbestellung für Schokolade. Kartons mit 10 Tafeln sollen an den Supermarkt geschickt werden. Heinz, wir müssen 10 Kartons, 200 Gramm Tafeln fertig machen. Okay, dann ich runter ins Lager und sag Bescheid. Und so wird eine Tafel nach der anderen ausgeliefert. So lange, bis keine mehr da ist. Es muss also Schokolade bestellt werden. Und das geschieht per Draht über die Post bei der Schokoladenfabrik. Hier kommt die Bestellung blitzschnell an. Kartons zu 10 Tafeln werden gebraucht. Die Herstellung kann beginnen. Schokolade in 10er Kartons, fertig für den Transport ins Warenlager. Das hat ein schneller Draht geschafft.